Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video vom Spiel Farm Together 2. Ich weiß, ich war die letzten Tage leider nicht ganz up-to-date. Ich habe zwar mitbekommen, aber es ging mir immer schlechter gesundheitlich und heute ist das Chaos ausgebrochen, weil sie bei uns ein Wespennest gefunden haben. Deswegen konnte ich heute auch die ganze Zeit kein Video machen, aber ich habe mich nochmal heute Nacht hingesetzt und ich wollte euch zumindest alles nochmal zeigen, was jetzt in der letzten Zeit seit meinem letzten Video neu dazugekommen ist. Einige Sachen werdet ihr sicher schon selber entdeckt haben, wenn ihr das Spiel denn aktuell spielt. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen, die versteckt hinzugekommen sind und vielleicht habt ihr das noch nicht gewusst. Zum Beispiel haben wir neue Blumen bekommen. Das glaube ich jetzt vor 2 oder 3 Tagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nämlich, die erste davon heißt die Purpur-Prunkwinde und die habe ich auch schon ein bisschen leveln können. Also meine ist jetzt auf Level 17, bringt mir da jetzt aktuell 577 Ertrag, natürlich eine Blume und 130 XP. Also die bringt schon gut was, hat ein Wachstum von 6 Stunden. Das heißt, die kann man auf jeden Fall, wenn man jetzt über Nacht zum Beispiel nicht online ist, am nächsten Tag wieder abernten. Die zweite Stufe wäre dann Orange Prunkwinde oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Und dann gibt es noch 2 andere Varianten. Die kann ich jetzt leider nicht vom Namen her zeigen. Aber ihr seht schon, für die braucht man dann die erste auf Level 30, die zweite auf Level 15 und hier dann entsprechend die erste auf Level 40, die zweite auf Level 30 und die, die wir dann hier freigeschaltet hätten, auf Level 50. Und entsprechend für die letzte Variante braucht ihr die zweite, was glaube ich? Ja, die zweite auf Level 40, dann diese hier auf Level 30 und die links von mir, die ich noch nicht aufgedeckt habe, auf Level 50. 15, Entschuldigung. Ja, und wie ihr hier oben rechts jetzt auch schon gut sehen könnt, man kann sich jetzt die Restzeit anzeigen lassen vom aktuellen von der aktuellen Jahreszeit, finde ich eine sehr, sehr, sehr geile Neuerung, weil es war nämlich etwas, ja, wo gerade der Epi auch ständig drüber geredet hat. Ich will wissen, wie viel Zeit ich noch habe. Und ich gebe zu, mir hat das auch einige Male den Hintern gerettet, weil ich war immer so eine Person, die bis zum letzten versucht hat, noch was zu setzen und vielleicht hat man ja doch noch 2 Sekunden übrig und manchmal hat es dann halt nicht gereicht und dann hat man irgendwie das Feld leer stehen oder wie auch immer. Und auf jeden Fall, ich finde es eine sehr, sehr gute Erneuerung. Das Ganze könnt ihr euch dann einstellen, indem ihr einmal auf Escape drückt, auf Benutzeroberfläche. Und wenn ihr dann ein wenig runter schaut mit eurem Mauszeiger, seht ihr hier unten verbleibende Zeit in der Jahreszeit. Sollte wahrscheinlich Anzeigen noch dahinter kommen. Da einmal nach rechts klicken, sodass das Ganze auf Ja steht. Hier findet ihr übrigens auch den Lagerbestand, falls ihr den mal einschalten wollt. Auch eine weitere Erneuerung, die in den letzten Tagen gekommen ist. Ihr habt sicher schon mitbekommen, dass es einen Invite-Code mittlerweile gibt. Ich habe selber ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, wie das Ganze vor sich gehen soll. Wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Aber wenn ihr den nicht anzeigen wollt bei euch, also weil ihr zum Beispiel streamt oder YouTube-Videos macht, dann könnt ihr den hier ausschalten. Das heißt, Hide, also verstecken, den Invite-Code und dann hier einmal auf Ja klicken. Ja, dann noch eine weitere Neuerung in letzter Zeit. Und zwar habt ihr sicher schon festgestellt, dass wenn ihr euch zu eurer Bushaltestelle begibt, da jetzt euer Name draufsteht. Hat allerdings auch den Nachteil, dass die Namen nicht normale Längen haben dürfen, sage ich jetzt mal, sondern relativ kurz gehalten werden müssen. Ich hoffe, dass man das in der Zukunft noch ein bisschen zumindest erweitert, weil unsere Let's Play-Farm mussten wir demzufolge nämlich jetzt auch umbenennen. Ja, es liest sich jetzt einfach ein wenig blöd. Was ich auch gelesen habe, dass dieses Haussymbol hier, was ihr auf eurer Karte habt, eigentlich ein Icon bekommen sollte, wenn, ich zitiere, eine questrelevante Aktion erforderlich ist.
Ich habe das so verstanden, dass wenn irgendetwas fertig ist oder wenn man irgendwas weitermachen kann, also wieder was anklicken kann im Haus, wie beispielsweise beim Klavier oder so, dass dann hier ein anderes Symbol noch dazukommen soll. Ich persönlich habe es bisher noch nicht gesehen, aber ihr könnt mal die Augen offen halten, ob ihr irgendeine Veränderung hier drin merkt. Ich wollte es nur mal anmerken. Wie gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen buggy, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wollte ich es euch eben mitteilen. Ja, dann noch eine Änderung, wo ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, wann sie gekommen ist, die ich sehr schade finde natürlich. Wir hatten ja eigentlich den Bambus ursprünglich mal so, dass der uns Wolle gegeben hat, was nicht ganz so logisch war, aber definitiv logischer war, als dass er uns jetzt Salat gibt. Und die Wolle konnte man natürlich sehr, sehr gut gebrauchen, um dann auch Medaillen zu erhalten. Das funktioniert ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Allerdings ist es wirklich so gewesen, dass das ein Bug war, der sich eingeschlichen hatte. Weil jetzt haben wir nämlich alle drei Varianten von diesen Bambusbäumen, die jetzt nur noch Salat geben. Ich glaube, die zweite Variante hatte vorher noch Wolle gegeben und nur die erste und dritte Salat. Also es ist auf jeden Fall offiziell bestätigt worden. Leider, leider gibt es keine Wolle mehr über die Bambusbäume, sondern alle drei geben jetzt nur noch Salat. Zusätzlich haben wir in den letzten Tagen auch noch neue Deko erhalten. Das werdet ihr jetzt aber sicher besser herausfinden als ich, weil bei mir hat sich das so ein bisschen eingeschlichen. Ich meine, dass zu den neuen Sachen der Werkzeugschuppen gehörte, den ihr hier rechts jetzt nochmal sehen könnt. Da kann man übrigens schon reingehen, also es sieht eigentlich ganz süß aus. Und den kleinen Stall, den haben wir, glaube ich, auch neu dazu bekommen. Übrigens beide jeweils mit drei verschiedenen Farbvarianten. Ich zeige euch das mal eben kurz. Da gibt es einmal nämlich grau mit einem blauen Dach oben dran und einmal ja so ein bisschen rotes Dach, rötliches Dach mit Orange, sage ich mal. Und das hier ist die Standardvariante. Das gleiche dann auch nochmal beim kleinen Stall. Im Prinzip die gleichen Farben wie schon bei dem zuvor. Ja, kann man sich dann das Beste aussuchen, was einem gefällt. Ebenfalls in den letzten Tagen dazu gekommen ist diese Heckenskulptur, die man übrigens auch wieder in verschiedenen Variationen nutzen kann. Gibt es einmal in Weiß, in Rosa und in Grün. Sei aber noch dazu gesagt, dass man die Varianten wohl erst mit dem höheren Level freischalten kann. Also auf der Let's Play Farm beispielsweise konnten wir, ich glaube, die rosane war es, noch nicht setzen, weil wir das entsprechende Level noch nicht frei hatten. Das nur mal als kleine Anmerkung. Außerdem hieß es in der Info, dass ein neuer Boden hinzugefügt wurde. Ich persönlich weiß jetzt nicht genau, welcher es jetzt definitiv gewesen ist. Ich würde jetzt auf diesen hier tippen, weil ich den nicht von Anfang an gesehen habe. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eine weitere Sache, die ich glaube, ich im letzten Update-Video noch nicht erwähnt hatte, die dazwischen auch noch kam, ist, dass wir uns jetzt bis zu drei verschiedenen Aufgaben rechts anpinnen können. Ihr seht das schon, normalerweise hat man hier standardmäßig eine angepinnt, also vorher, wenn man es richtig selber gemacht hat. Jetzt können wir allerdings drei anpinnen insgesamt. Was geblieben ist, dass wir insgesamt aktuell vier Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Da müsst ihr dann dementsprechend raussuchen, welche der von diesen vier Aufgaben die drei wichtigsten sind, die ihr tatsächlich anpinnen wollt. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wann das Update kam, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es nicht beim letzten Video erwähnt. Und zwar haben wir Knoblauch dazu bekommen. Dies möchte ich euch nur der Vollständigkeit halber sagen, damit alle die das Spiel jetzt selber nicht spielen können, zumindest auf dem Laufenden gehalten werden. Und zwar haben wir vier Knoblauchsorten bekommen. Einmal den normalen Knoblauch, der braucht 4 Stunden oder natürlich die Hälfte der Zeit, wenn er durchgehend bewässert wird. Hat bei mir jetzt einen Ertrag von 4240. Ich bin allerdings auch schon auf Level 42 damit. Man kann ihn nur im Sommer anbauen und er gibt 48 XP. Dann die zweite Variante ist der rote Knoblauch. Der braucht auch 4 Stunden. Den kann man allerdings nur im Frühling anbauen. Die dritte Variante weiß ich jetzt namentlich noch nicht, weil wie ihr seht, man braucht sehr, sehr hohe Level für den Knoblauch. Also es ist schon heftig, was man da alles braucht an Level. Nämlich 45 von der ersten Stufe des Knoblauchs vom normalen und 25 vom roten Knoblauch.
Und wenn man dann die vierte Variante freischalten will, braucht man sogar Level 65 von der ersten Knoblauchstufe, 45 von der zweiten Knoblauchstufe und dann von der dritten, die ich noch nicht freigeschaltet habe, Level 25. Eine weitere Sache, die ich euch noch zeigen möchte, die ihr vielleicht noch nicht alle gesehen habt, auch die Leute, die das Spiel selber spielen. Wenn ihr zum Kunsthandwerksladen geht und einmal draufklickt, haben wir neuerdings diese lilanen Federn hier drin. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe von einem Entwickler selber gelesen, dass diese Federn wohl aktuell mit den Tieren zu tun haben, die wir noch nicht haben. Und zwar sind das die Enten. Die Entwickler sind wohl selber nicht so ganz glücklich damit, so wie ich das herausgelesen habe, weil das natürlich jetzt auch lilane Federn waren. Aber sie müssen erstmal mit dem arbeiten, was uns vorliegt. Und es kann sein, dass das Ganze dann später nochmal geändert wird auf andere Tiere, die neu dazukommen. So wie ich das zwischen den Zeilen ein bisschen gelesen habe, spielen sie wohl mit dem Gedanken. Aber das wird auf jeden Fall von den Enten produziert. Das heißt, dass wir, wenn das denn so bleibt, wie es jetzt hier drin steht, für 10 Federn, die es dann von den Enten später gibt, also quasi alle 10 Enten, so stelle ich mir das jetzt vor, jeweils 11 Edelsteine bekommen. Ja, und die letzte Sache, die ihr eventuell auch noch nicht mitbekommen habt, obwohl ihr das Spiel schon spielt, ist die folgende. Und zwar, wenn wir in unserem Haus sind und hier oben auf Dekorationen klicken, dann haben wir hier so ein Tellersymbol. Das hatten wir vorher, glaube ich auch, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, nicht zu verwechseln mit dem Tellerstapel, weil damit funktioniert das Ganze nämlich nicht. Die kann man übrigens auch in verschiedenen Varianten noch hinstellen. Das nur mal eben als Anmerkung. Diese hier nicht, aber das hat auch einen Grund. Und zwar seht ihr rechts schon, anpassbar mit deinen zubereiteten Gerichten. Ich habe ehrlich gesagt die Sachen einfach immer so auf den Teller gestellt und mir da gar keine Gedanken drum, auf den Tisch gestellt und keine Gedanken drum gemacht. Wenn ihr das Ganze jetzt irgendwo drauf stellt und am Ende nochmal anklickt, dann habt ihr hier alle Gerichte, die wir aktuell freigeschaltet haben. Ich habe die jetzt sowieso alle freigeschaltet, deswegen weiß ich nicht, ob man erst die Gerichte freischalten muss am Ofen und die dann hier auftauchen oder ob die generell schon frei sind. Vielleicht könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben, ob ihr vorher noch irgendwas leveln musstet. Das heißt aber für die Zukunft, dass wir, wenn wir weitere Gerichte bekommen, ich stark davon ausgehe, dass dann die weiteren Gerichte auch hier drin stehen werden. Zumal natürlich auch diese Ansicht hier ziemlich groß ist und ich wirklich davon ausgehe, dass noch mehr Gerichte kommen werden. Das heißt, ihr könnt euch jetzt aussuchen, was ihr so hinstellt, ob das jetzt ein schöner Karottenkuchen war, glaube ich, ist oder ein Salat. Da klickt ihr dann einmal drauf und dann seht ihr schon, das Ganze steht dann genau an dieser Stelle auf dem Tisch, wo ihr vorher Teller und Besteck hingestellt habt. Ja, und das war's dann auch schon für heute mit den, ja, Updates in Anführungszeichen. Es waren leider auch ein paar ältere Sachen mit dabei vom letzten Update, beziehungsweise vom vorletzten Update dann noch. Es tut mir wirklich leid, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass das Ganze ein bisschen chaotisch war jetzt die letzten Tage und ich wollte die Sachen aber, wie gesagt, trotzdem noch nachholen, damit zum Beispiel die Konsolenspieler, die sich jetzt die ganze Zeit schon drauf freuen, dass dann nächstes Jahr endlich mal die Konsolen auch released werden, dass die zumindest dann auch auf dem laufenden Stand gehalten werden und mitbekommen, ja, was es dann noch für Updates gab, was noch dazugekommen ist. Und was sich eventuell verändert hat, wie jetzt zum Beispiel bei den Bambusbäumen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob noch irgendwas gefehlt hat. Ich meine, ich sehe ja auch nicht immer alles. Aber beispielsweise das mit den Federn fand ich doch sehr interessant, sodass ich dann erstmal recherchieren musste, warum, wieso, weshalb. Und ja, im Let's Play ist uns dann aufgefallen, dass man die Teller verändern kann. Und das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Zumal ich schon einige Häuser dekoriert habe auf verschiedenen Farmen und mir das ehrlich gesagt noch nicht einmal aufgefallen ist vorher. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.